Da wir gerade über geschiedene Frauen gesprochen haben, und ein Messer dann nebenbei zum Abschluss. Was ist das Urteil davon, einer Frau, die sich in ihrer Idda befindet, das heißt in ihrer Warteperiode, in ihrer Wartezeit, was ist das Urteil davon, ihr Heiratsangebote zu machen? Weder die Aussage erlaubt, noch die Aussage nicht erlaubt ist korrekt, im absoluten Sinne. Denn es gibt ja Details. Es gibt ja geschiedene Frauen, die nennen wir Al-Mu'taddatu Raji'iyya. Das heißt, eine Frau, die zwar in einer Periode ist, aber immer noch in einem Eheverhältnis. Sie ist in ihrer Wartezeit, meine ich, aber immer noch im Eheverhältnis. Welche ist das? Eine Frau, die zum Beispiel einmal oder zweimal geschieden worden ist. Wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, du bist geschieden, ist das Eheverhältnis damit zu Ende? La. Sie befindet sich immer noch im Eheverhältnis, solange die Periode, die Wartezeit nicht abgestrichen ist. So eine Frau darfst du natürlich nicht anwerben für die Ehe. Weder mit ausdrücklichen Aussagen noch mit Anspielungen, weil sie eine Ehefrau ist. Weil dann haben wir eine weitere Form, das nennt sich Al-Mu'taddatul Ba'in. Frau, die zwar ebenfalls in ihrer Wartezeit ist, die aber nicht mehr in einem Eheverhältnis ist. Weil zum Beispiel der Ehemann gestorben ist und sie verwitwet ist, oder weil es die dritte Scheidung war, da kann sie nicht mehr zurück. Oder? Diese zwei Frauen, jetzt kommen wir nochmal auf diese zwei Frauen, darf man sie anwerben für die Heirat. Allah Ta'ala sagt, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Diese Frauen darf man nur indirekt durch Anspielungen anwerben. Allah Ta'ala sagt, es besteht kein Vergehen darin, dass ihr Anspielungen auf die Khitba macht, im Kontext dieser Frauen. Anspielungen heißt, wie Ibn Abbas sagte, Anspielung bedeutet, dass man zu ihr sagt, sowas wie dich lässt man sich nicht entgehen. Oder er sagt, ich muss heiraten. Er sagt es zu ihr. Aber direkte Anwerbung, er sagt, ich möchte dich heiraten, darf er nicht machen, weil sie sagen, sie könnte das zum Ansporn nehmen, in ihrer Idda zu lügen und zu behaupten, ihre Idda sei abgelaufen oder so. Deswegen soll das nicht getan werden.